Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen ARK-Projekt und wir schauen uns heute zusammen ARK The Center an. Mit dabei der Day, die Cuddy und ich natürlich. Und der Michelle ist natürlich so geheimlich dabei noch im Chat. Verdammt! Hallo! Oh, Insekt, scheiße! Entschuldigung. Wir sind gerade frisch gejoint und merken, dass hier jede Menge Sachen uns töten möchten. Wir haben uns immer noch nicht gefunden. Wo seid ihr denn? Das ist der komplette Center-Schock hier. Haha. Ich bin bei. Oh, jetzt kommt wenn wir nochmal die Koordinaten ausprobieren wollen. Bei 82, 70. Warte mal kurz. Fangt ihr jetzt von links oder von der rechten Zahl links. An? Von unten. Was zum Teufel, Karl? Ich hab links oder rechts gesagt und du sagst ja, unten. Ja, aber ich hab links und unten Zahlen. Ja, 82 und du sagst die rechte Zahl zuerst und der Day die linke. Ihr seid voll cool. 82 und dann, Kadi? 70, 82, wenn ich jetzt von links anfange. Gut, dann sind wir nebeneinander fast. Ja, dann komme ich in eure Nähe. Ich muss nur noch in eure Richtung laufen. Also ich komme in eure Nähe. Was jetzt sind das hier eigentlich für grüne Pinöppeln, die hier überall rumfliegen? Glühwürmchen? Ah! Die explodieren bestimmt und töten. Day, ich sehe dich. Das sind Creeper. Oh, ich bin Level Up, cool. EZ. Ich mach mal Gamma Wert auf 3. Ja, ich bin gerade gelaufen. Ja. Oh, Schilfe. Kompi. Was zum Teufel? Schilfe? Das ist eine Mischung aus Shit und Hilfe. Ey, bleib stehen. Ich brauche deine Hilfe. Ich dachte, du brauchst Schilfe. Ich stehe doch die ganze Zeit. Oh, Tatsache, nee, bei mir läufst du. Dann bin ich das vielleicht nicht, sondern Fabi oder so? Fabi, bleib mal stehen. Ja, es ist Fabi. Oh, das ist Kadi, ja. Kadi, schau mal, hier ist eine Biene. Es ist ein Affe. Was jetzt? Du bist ein Honk, Kadi. Das ist mir schon klar, dass das da drüben ein Affe ist, aber der ist von Bienen umringt. Und da vorne ist ein Raptor. Wir sollten uns vielleicht eine Waffe machen oder so. Guck mal, da hinten ist ein Raptor. Oder ein Dillo? Das ist mir aufgefallen, ja. Es ist ein Raptor. Ich lerne mal direkt. Also wenn wir nochmal die Koordinaten abgehen. Ich bin links 70, unten... Oh, Dillo. So 85. Moment. Wir sind links 85, unten 83. Holzfeuersteinfasern. Holzfeuersteinfasern. 85 links? Ist ja voll weit weg. Für deine, ja, von dir nee, 75, ja. Sorry. Oh Mann. Grandioser Einstieg. Erstmal, wir lernen die Map. Ja, Kadi. Die werden nie lernen. Okay, Kadi, wir brauchen eine Axt erstmal. Axt war, Feuerstein. Also ich brauche noch einen Feuerstein von der Axt. Muss ich da auch einen Stein für hauen? Ja, mit einer Spitzhacke. Willst du mich verarschen? Wie soll ich denn jetzt eine Spitzhacke haben? Kann ich mir mit der Faust draufhauen? Mit Stein. Achso, Steine kannst du vom Boden aufheben. Ich brauche einen Feuerstein. Ja, aber brauchst du auch nicht für die Spitzhacke. Für die Axt? Ja, aber du musst ja erstmal die Spitzhacke bauen. Ich krieg kein Holz aus dem... Doch, jetzt habe ich ein Holz bekommen. Spitzhacke kann jeder von Anfang an. Oh, ja, meinetwegen. Dann kann ich eine Spitzhacke. Das ist so süß mit den Glühwürmchen. Ja, den haben wir auch gerade gesehen, Dave. Vielleicht bist du da in der Nähe. Das ist voll cool. Ich mache hier direkt schon mal wieder den fliegenden Paparazzi. Was? Ja, ich mache wieder Bilder. Ich hab Wie sieht denn eure Vegetation aus um mich herum? Schön. Wasser, ich hab euch. Sehr gut, Dave. Feindliche Spieler, ich muss sie töten. Okay, du kannst direkt mal einen Tribe machen, Dave. Ja. Möchte mich in einen Tribe einladen? Ja, jetzt müsst ihr auf mich E drücken und annehmen. Auf dich E und zu akzeptieren. Sehr gut. Warum machst du einen Speer? Okay. Oh, Gewitter. Oh, Gewitter. Gewitter. Wo? Ja, über uns. Oh, der Fabi kennt die Gewitteroma nicht. Bin ich jetzt beigetreten? Du bist ja nicht die Gewitteroma. Ui. Oh, das sieht so cool aus. Oh, Alter, dieser Blitz. Der ist schon krass auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal gerade eine Axt hergestellt und eine Fackel.
Ich lerne, glaube ich, jetzt mal einen Stoff. Boah, Stoff lernen, so ich glaube cool. Ich einfach mal jetzt. Ich habe keine Zeit, irgendwas zu bauen. Ich muss Blitze gucken. Oh Mann. Das fängt gut an. Okay, also ich gehe direkt mal Fahrt und sammle ich. Boah. Was war denn das? Es hat ganz in der Nähe eingeschlagen. Wahrscheinlich hat es einen Baum getroffen. Es hat sich ja angehört, als hätte es einen Dino getroffen. Oder das. Ich habe so brennender Dillo an und so. Ist das, hoffentlich ist das nicht so wie mit den Creepern, wenn ein Dino von der explodiert jetzt. Das ist super. Oh, ich wurde vergiftet. Ich werde Insekten. Ah, Mist, ich habe einen getötet. Na toll. You killed Hunter, lol. Ups. PvP scheint doch noch nicht deaktiviert zu sein auf dem Server. Ich hab sie getötet. Ah. Ja, ich bin gerade auch nur gestorben eigentlich, weil erstmal getötet, dann kommt ja dieses. Ja, ich hasse das. Ganz im Ernst. Oh, der Kali hinter uns. Da komm hier. Hinter dir. Oh Gott. 115! Ah! Und ich habe keine Ausdauer mehr und keine Hitpoints mehr. Was geht's mehr. Denn? Was denn? Aua, Raptor, da kam noch ein Raptor. Was? Nein. Oh Gott. Ich hatte aber gerade einen Raptor 100 Level 145. Also nur für euch zur Info, wir haben hier so ein bisschen mit der Schwierigkeit rumgestellt, weil wir auf unserem anderen Server so Lau-Gegner hatten. Ja. Ja. Toll. Hat noch nicht so ganz funktioniert, ha? Doch, hat gut funktioniert. Meine Axt. Meine Spitzhacke, mein Schizin. Ja, ich sehe mich da auch liegen da vorne, ja, aber dieser 100 Level 145er Raptor, der ist irgendwie ein leichtes Problem. Der ist so ein bisschen unentspannt, ne? Ja, schon. Den töten wir gleich. Den zähmen wir gleich. Boah, es gibt da Schläge hier. Ist auch gleich Schläge hier. Das Schlimme ist einfach, hier auf der Map gibt es irgendwie kein Gebiet, was wirklich sicher ist. Das ist cool. Oh, der Raptor ist weggelaufen, das heißt, ich kann nur... Oh, grün. Oh, ist das hübsch. Ich wollte mal eine Leiche holen, aber das sind... Okay, diese Insekten sind nicht so schnell. Okay, ich habe eine Leiche geholt. Oh, eins stellen wir fest, die Map ist auf jeden Fall super sicher. Total, ja. Boah, als erstes eine Mauer. Also, Ich hab meine Leiche wieder. Und. So. Meine müsste ja auch irgendwo hier sein, oder? Aber ich brauche Fasern. Und was war nochmal für ein Speer? Holz. Oh, Insekt. Speer, ich brauche gerade noch ein bisschen Holz für ein Speer. Okay, das heißt, ich muss mit einer Axt auf den Baum hauen. Genau. Das klingt. Oh, da vorne ist einer von euch. Ja, also mir ist gerade Eiswürfel kalt und ich bin gerade am Verrecken. Warum kann ich den. Ich kann die Tasche nicht aufnehmen. Vielleicht war nicht im gleichen Tribesart. Doch. Und es nicht deine ist. Weil mir ist Eiswürfel kalt. Ah, jetzt ist mir nicht mal Eiswürfel. Das sollte eigentlich meine sein. So gut Eiswürfel kalt. Da kommt er mit dem Speer angelaufen. Jetzt haben wir schnell hier ein bisschen... Achtung, Insekten. Oh. Oh, das hat super geklappt. Ich habe keinen Speer mehr. Oh, hier ist eine Tasche. Das ist meine Tasche. Nö. Das sollte eigentlich meine Tasche sein. Jetzt kann ich sie aufnehmen. Bitteschön. Yay! Das ist nicht die Tasche, die du suchst. Genau. Was blitzt so doll? Verblitzt und zugenäht. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh. Dann kommt jetzt bestimmt gleich wieder ein Raptor. Ich habe ein Strohfundament gelernt. Wo Türe haben, eine Strohwand und ein Strohdach. Wo wollen wir denn eigentlich unseren... Und eine Strohtür. Wir sollten nicht hier bauen, würde ich sagen. Wo willst du denn bauen? Hier sind überall doofe Tiere. Insekten, ich höre was.
Sehen tue ich gerade nichts. Oh shit, ich habe eine Schildkröte gehauen. Ah, nice. Sehr cool, Kadi. Lass Kadi einfach sterben. Wir ignorieren das einfach. Wir haben das gar nicht gesehen. Ich habe das auch überhaupt nicht gesehen. Die Musik, die einfach kommt, das ist einfach nur stylisch. Ach komm, als ob die hinterherkommen. Ah, der Raptor! Oh! Ich lass euch einfach sterben, ich habe gar nichts gesehen. Ja, Level 145er Raptor. Ich bin auf den Hügel drauf gekommen, ich bin auf dem Stein. Dieser blöde Raptor. Ich würde sagen, wir orientieren uns um. Das ist unfair, ich lebe noch. Ich würde sagen, wir gehen dahin, wo der Bronto gerade läuft und irgendwas attackt. Das klingt sehr vertrauenswürdig, ja. Ich habe am Anfang erstmal auf Gewicht skillen oder sowas, glaube ich gar nicht. Oh nein, jetzt bin ich auf einer ganz anderen Seite von der Map gespawnt. Ja, ich auch. Wenn wir alle auf der anderen Seite der Map gespawnt sind, ist ja nicht so schlimm. Oh scheiße, hier kommt ein, also ich bin unten ein Kanu im Süden. Ja, ich auch. Ich bin auch im Süden. Ich bin da, wo wir eben waren, weil ich überlebt habe. Und hier rennt jetzt neben dem Raptor noch ein Kanu rum. Also ihr merkt schon, die Map ist sicher. Ja, also vielleicht haben wir... Oh, ein Tanzeschwein. Wir wären übrigens auch direkt mal so als Info, natürlich sind jetzt erstmal die ganzen Dinos, die wir gezähmt haben, weg. Aber wir werden natürlich gucken, dass wir die, die alteingesessenen Kandidaten wiederholen. Oh, jetzt kommt der Raptor an und... Haha. Opfer, ah, shit, der kommt doch hier hoch, der Kanu. Oh, Kanu, Level 85. Nice. Sehr gut. Wo seid ihr jetzt? Immer noch Tropical Island Süd, oder? Ja, ich... Au, au, irgendwas haut mich von hinten. Was ist denn das? Komm, 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 Bees. Also ich fühle mich hier völlig sicher auf jeden Fall. Hier sind zwei Dillos. Toll, ich bin auf irgendeiner kleinen Insel gespawnt. Ich bin jetzt westlich von... Achmano, ihr wollt mich westlich von Achmano? Ach man, wie soll ich hier runterkommen? Das ist neben Umeno, Mensch. Oh, da hinten, ihr könnt aber gerade ein Bronto. Direkt bei Mount Wood Everest. Ja. Ich bin jetzt bei 75, also eigentlich im Wasser. Links oder rechts zuerst? Beides ist 75. 75, 75, also du bist ganz, oh Gott, das ist ja ganz im Westen. Ja, ich bin halt... Oh, ich bin dafür, dass wir uns einfach einen Platz aussuchen. Und dahin gehen. Genau, also generell, dass wir uns... Hier sieht's aber recht friedlich aus. Also hier ist wird tatsächlich gerade ein Bronto von einem Dillo attackt. Also hier ist gerade... Hier sind nur Triceratops. Eine Banane sehe ich da oben stehen. Schildkröten und Bronto, Dodos und Pteranodons. Also es sieht hier eigentlich relativ friedlich aus, also wo ich gerade bin. Ich bin da, wo wir eben gestorben sind. Also da sehe ich gerade den Raptor und den... Also ich bin jetzt bei... Oh nee, shit, das ist doch nicht so friedlich. Da hinten ist ein Raptor. 82, 80. Hier scheint es relativ safe zu sein. Okay, das habe ich auch gerade gedacht. Ey, schau dich mal lieber noch weiter um. Bei mir sind nämlich jetzt zwei Raptoren und ein T-Rex. Nee, also ich sehe hier tatsächlich... Also hier läuft zwar gerade ein Para, aber... Nein, der Raptor bedrohlichste, ich was ich bisher gefunden habe, war der Enrage-Stillo, der einen Bronto angreift. Also wo oder seid der ihr? Raptor, der gerade eine Schildkröte entdeckt. 85, 85? Moment, 82, der Raptor hat mich... 82, 80 oder sowas. Warte. 82, 80. Oh. Dieser 145er Raptor, der ist so ein Pain, ey. Also ihr seid immer noch im Süden gespawnt, ja? Ja, ja. Ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Okay, okay. Wo seid ihr? Bei 82, 80. Zu weit weg, ich komme dahin. Raptor. Links zuerst oder rechts zuerst? Links zuerst. 82, 80, das heißt, ihr seid quasi im Landesinneren ein bisschen. Nö, ich bin ganz unten eigentlich. Ich bin gar nicht mehr gleich. Ganz unten am Zipfel der Map, so. Ja. In welche Richtung laufe ich denn da gerade? Ah, da. Ich bin schon wieder an derselben Stelle rausgekommen. Ach komm. Was ist denn da? Ein T-Rex? Ja, ja, das kommt hier vor. Eine. Nein. 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 Geh nicht auf mich zu. Hallo. Autsch.
Ja. Scheiße. Ach, Manno. Oh, ich krieg hier irgendwie geteilte Erfahrung. Ja, muss hier, Kali ich. Ich sehe einen von euch da vorne. Kali Level 5. Yay. Das ist Katfried. Und der hier Level 8. Was? Wir sind alle Level 8? Ja, ich steppe ja nicht so oft wie ihr. Bist du ein Idiot? Ja, die ersten Level gehen ja extrem schnell. Aber, ja, aber hier ist es doch eigentlich echt ganz hübsch. Ja. Ja. Also was wir natürlich auch machen könnten, theoretisch, wir könnten ein bisschen ins Landesinnere gehen und da gibt es manchmal ab und zu so Tempel, die so ein bisschen abgeschottet sind. Oder ich setze hier eben schnell eine Notfallhütte hin. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, damit wir irgendwas haben, wo wir zur Not hinkommen. Mhm. Hier so an der, wirklich an der Klippe ist vielleicht echt nicht so dumm. Ihr seht, wir haben es hier am Anfang schön einfach gewählt, hier wo wir starten. Ja, easy. Was geht denn ihr am Anfang? Gewicht oder? Gewicht, Leben, Ausdauer. Ich bin auf Gesundheit gegangen. Wieso das denn? Bringt doch nichts. Soll ich Narkosemittel herstellen oder was machen wir am Anfang hier? Ja, Narkosemittel. Erstmal versuchen wir zu überleben. Haben wir noch eine Steinschleuder? Erstmal den Rest lasse ich erstmal hier vom Skillen her. Ja, das habe ich auch alles erstmal gelernt. Aber das sind so Sachen, die man eh braucht. Holzfundament muss ich doch, glaube ich, auch machen. Deswegen Strohfundament. Also um ein bisschen zu leveln dann. Jo. Ich komme mit der Tür an. Unser erstes eigenes Haus. Ja. Das ist vollkommen sicher. Das ist aus T-Rex geprüften Stroh. Ah ja. Wer kennt's nicht? Kann warum das nicht T-Rex sein, dass, geproofed? Kann das sein, dass sie eigentlich hier die die Büsche und sowas einfach deutlich besser aussehen? Irgendwie habe ich das Gefühl, schon wollen, ja. Diese großen Büsche übrigens, die geben extrem viele Fasern, habe ich gerade gemerkt. So, jetzt mache ich mir erstmal wieder eine Spitzhacke. Also hier diese etwas größeren Büsche. Die hier, die geben echt viel. Okay. Ja. Seht ihr das hier? Die hier? Da kann man echt ewig dran rumgraben. Das ist mir auch eben schon aufgefallen. Was ich auch deutlich entspannter finde, wenn ich mich jetzt wirklich auf Fasernjagd gehe am Anfang erstmal, dann kann ich einfach immer diese Büsche mir raussuchen. Und das ist halt wirklich entspannt. Dann muss ich nicht immer so rumlaufen und immer jedes einzelne Blatt quasi angrabbeln. Ja, ja. Bin immer verunsichert, wann ich fertig bin mit Sammeln, weil die nicht dieses Rascheln machen, wenn die leer gesammelt sind. Hm. Die rascheln nicht so schön. Ja, aber das hier sieht doch wirklich eigentlich ganz hübsch aus hier so. Ich finde die Map so schön irgendwie. Na. Wenn sie eigentlich nur versuchen würde, dauernd umzubringen. Ach. Oder ist der Kopf? Oder ist das ein anderer Kopf? So, schaut mal, ich hab mich schon angezogen. Guck, Day. Ui. Ich habe schöne Bilder gemacht. Wo komme ich jetzt hier überhaupt wieder hoch? Verdammt. Ich sammle da nochmal noch ein bisschen hier Fasern und so ein, damit wir erstmal wieder ein bisschen was zum Anziehen haben. Wollte ich nochmal machen? Ach ja, eine Axt. Oh, Level up. Ich weiß gar nicht, welches Level ich eigentlich bin. Ich bin gerade 7. Ich auch. Ich auch fast. Ich nicht. So, ich guck da mal, dass ich erstmal zumindest so ein kleines bisschen was zum Anziehen machen kann für uns.
Oh meine Güte, ich habe immer Schiss, wenn irgendwas schneller als normal auf mich zugelaufen kommt, ja. Und das war einfach hier so ein Para, der von einem Spooky abgelaufen, weggelaufen ist. Von einem Spooky? Ja, ich vergesse mal, wie die heißen. Billo. Ja,